Und jetzt wird es auch offiziell Zeit für Social Klar TV mit Sarah Weitzel. Ich freue mich, dass wir wieder eine halbe Stunde Zeit miteinander verbringen. So richtig freust du dich gerade gar nicht. Doch, ich freue mich schon. Du hast mich nur so ein bisschen kalt erwischt gerade mit dem Kaprun-Angebot. Aber ich habe mich natürlich auch auf das vorbereitet, was ich jetzt hier vor mir liegen habe. Es war ja noch gar nicht meine Sendung. Es war noch gar nicht deine Sendung. Und du hast auch einiges vorbereitet für die nächsten 30 Minuten. Ja, wir bringen natürlich immer das Feedback unserer Community mit. Wir sind da ja wahnsinnig froh drum, dass da immer so viel reinkommt. Also Kommentare, Nachrichten auf allen Plattformen. Momentan sind wir auch gerade auf Facebook live. Da würde ich mich natürlich auch über direktes Feedback freuen. Falls eine Frage auftaucht, dann versuchen wir, die direkt zu beantworten. Sehr gut. Und aber nicht nur auf Facebook ist Sonnenklar TV mit deinem Team online unterwegs im sozialen Medien. Schau mal, ob du alle Kanäle benennen kannst, Marc. Halleluja. Mittlerweile mache ich diese Sendung schon so lange, dass ich es auch nur deshalb weiß. So. Aber ist ein neues Zeichen mit dazu bekommen. Mhm. Also Pinterest. Sehr gut. Was machen wir auf Pinterest? Inspirationen posten wir da vor allem. Das ist vor allem meine Kollegin Bruni, die ja auch öfter mal hier on air ist, zuständig dafür. Nächstes Symbol. Genau, klar. Also bitte Facebook. Ja, das hast du gerade gesagt. Das habe ich gerade gesagt. Viele Beiträge gibt es dort, viel Interaktion auch mit dem Team. Viele Fragen, die gestellt werden, die beantwortet werden. Angebote, die gepostet werden. Aber auch live ganz, ganz viel, was dort passiert. Genau. Okay, dann haben wir YouTube. Sehr gut. Ja, YouTube haben wir auch. Oh, viele Videos auch immer, ne? Wir haben über 1000 Videos bei uns online. Allein, ich glaube, um die 250 Urlaubschecker ferngesteuert. Da kann man mal einen gemütlichen Fernsehabend machen mit Sonnenklar TV. Und wie finde ich denn den Sonnenklar TV-Kanal? Was muss ich eingeben, um unsere Videos im Speziellen zu finden? Also natürlich einfach mal nach Sonnenklar TV gucken. Dann findet man den Kanal und kann sich da durchklicken. Wer jetzt aber eine bestimmte Playlist sucht, zum Beispiel Urlaubschecker, einfach mal Urlaubschecker eingeben, dann taucht die eigentlich schon relativ weit oben auf. Am besten abonnieren. Sowas, ne? Am besten direkt abonnieren, du sagst. Dann verpasst man auch nichts mehr. So, dann haben wir Instagram. Auch ganz Insta, wichtig. Insta, wie alle nur noch sagen, habe ich gelernt. Ich bin aus dem Alter raus, ich sage Instagram. Also ich würde sagen, die Plattform, auf der die zweitmeiste Interaktion stattfindet, da wird auch ganz viel kommentiert, da bekommen wir auch mittlerweile ziemlich viele Serviceanfragen über die Direct Messages. Und Twitter. Kennt man spätestens seit letzter Woche, nachdem es einen neuen Inhaber hat. Da sind wir natürlich auch unterwegs. Elon Musk. Ja, genau. Kennt spätestens seit Donald Trump. Und das war kein, nicht toll. Aber okay. Und ich weiß, wir sind zum Beispiel aber auch auf Karrierenetzwerken. Zum Beispiel Sonnenklar TV, Euvia Travel GmbH. Das ist ja unsere offizielle Firmenbezeichnung. Ja. Sonnenklar TV ist der Markenname. Mhm. Auf LinkedIn. Viel, was natürlich mit Business, das ist eine Karriereplattform, was damit zu tun hat. Ja, da posten wir ganz viel seriöses Zeug. Aber natürlich auch zum Beispiel letzte Woche hatten wir ein wunderschönes Team-Event, da haben wir mal intern gegrillt, da gibt es auch mal einen Blick hinter die Kulissen. Und natürlich findet man da auch die ganzen Jobs, die zurzeit zur Verfügung stehen. Im Moment sind es, glaube ich, 4 Stellen, die wir ausgeschrieben haben. Also wer Lust hat, bei uns zu arbeiten, kann da natürlich auch mal reingucken. Und ich habe Lust, jetzt mit dir ein paar Angebote zu präsentieren und da mal hinter die Kulissen zu blicken, dieser Angebote. Und deshalb starten wir direkt mit dem allerersten. Es geht nach Ägypten. Baden, einfach immer noch die schönste Kombination, Ägypten zu erleben, Ägypten kennenzulernen, mit einer Nilkreuzfahrt für eine ganze Woche und einem Badeurlaub für eine ganze Woche. Und hier haben wir ein Deluxe-Schiff, das finde ich ja immer besser. Ja, das ist immer auch für mich eine Gratwanderung. Ich kenne jetzt die Schiffe sehr, sehr gut. Mhm. Wir haben hauptsächlich Premium-Schiffe auf Sendung und häufiger auch mal Deluxe-Schiffe. Und ich werde ständig gefragt. Unter anderem auch von uns. Genau. Was ist denn der Unterschied? Was ist denn der Unterschied zwischen einem Premium-Schiff und einem Deluxe-Schiff? Ja. Kann man das benennen? Nein, das ist natürlich ganz schwierig. Aber ich würde einem Premium-Schiff nach deutschen Standards so um die 3 Sterne, knapp 3 Sterne geben. Ja. Und ein Deluxe-Schiff würde ich so
3,5 bis 4 Sterne geben. Ist schwer zu vergleichen, ja, aber weil es natürlich nichts mit einem Hotelstandard zu tun hat, ja, aber damit man es einzuschätzen weiß. Anhaltspunkt, genau. Und dementsprechend ist natürlich ein Deluxe-Schiff sehr viel besser. Und wenn man dann so ein Leistungspaket bekommt wie hier mit All-Inclusive-Light kostenlos, mit einer, ja, hier, was haben wir denn noch mit dabei? Habe ich schon wieder vergessen. All-Inclusive-Light gibt es auf dem Schiff. Wir haben ein Deluxe-Schiff und wir haben natürlich super Leistungen noch im Hotel, auch mit Zimmer-Upgrade, Suite-Upgrade und so weiter. So, und jetzt noch mal ein Wort zur All-Inclusive-Light-Verpflegung. Mhm. Was schätzt du? Ägypten ist ein günstiges Reiseland. Okay. Ja, da sagen ja viele, hey, die Nebenkosten, die können ja nicht so hoch sein. Mhm. Du kannst gar nicht richtig liegen. Also was schätzt du, was zum Beispiel eine Dose oder eine kleine Flasche Bier auf dem Nil kostet, wenn du sie kaufst? In Euro. In Euro. Ich würde jetzt mal schätzen 4 bis 5 Euro. Genau, du bist meistens so bei 7 Euro, mhm, für eine Flasche Bier. Nur, dass man das mal auch die Wertigkeit versteht. Wenn man ein Premium-Schiff hat, dann hat man Vollpension. Dann muss man diese ganzen Nebenkosten zusätzlich noch bezahlen. Hier hat man von 18 bis 23 Uhr die Getränke inklusive. Und das macht es natürlich sehr viel günstiger und angenehmer, auch wenn der Preis auf den ersten Blick höher ist. Im Nachhinein spart man, rechnet sich. So, und du hast aber auch natürlich immer, ihr bekommt viel Feedback zu den Nilkreuzfahrten. Ja. Was sagen die Leute? Ja, Sonnenklar TV und Nilkreuzfahrt, ich glaube, das kann man schon in einem Atemzug nennen, haben natürlich auch ganz viele von unseren Urlaubern schon gemacht. Da schreibt zum Beispiel der Christian Körber, Nilkreuzfahrt, ein Traum. Renate schreibt, schon 5-mal gemacht und bestimmt nicht das letzte Mal. Also es gibt durchaus Leute, die machen das nicht nur 1 oder 2-mal, sondern mehrmals, weil man das ja auch auf ganz viele verschiedene Arten machen kann. Die einen wollen eine Nilkreuzfahrt machen und einfach nur die ganze Zeit an Bord verbringen und sich sonnen und das AI-Light-Paket genießen. Die nächsten wollen ganz viele Ausflüge machen. Man sieht natürlich auch wahnsinnig viel Luxor, die ganzen Tempel dort, also wahnsinnig viel geboten. Christine schreibt, Nilkreuzfahrt mit Sonnenklar, wunderschön, schon gemacht. Brigitte meint, war mein schönster Geburtstag auf dem Schiff, immer wieder mit Sonnenklar TV. Und dann haben wir noch den Udo. Die Nilfahrt ist ein Traum, da haben wir drauf geantwortet. Wir geben uns immer ganz viel Mühe, jedem so gut es geht zu antworten, auch wenn es einfach nur eine Zustimmung ist oder ein Danke ist oder so. Und er hat uns dann auch nochmal geantwortet. Wir haben schon 4-mal die Nilkreuzfahrt gemacht und machen sie jetzt wieder am 1.10. und wir freuen uns riesig. Würde mich jetzt auch freuen, wenn jemand gerade zuschaut, der mal kommentiert, falls Sie auch schon mal die Nilkreuzfahrt gemacht haben. Wo man aber auch ganz viel kommentieren kann, ist natürlich der Urlaubschecker ferngesteuert. Und da sind wir morgen im Gravity Hotel and Aqua Park Saal Hashish. Das wird die Astrid für uns checken. Vor 2 Jahren waren wir dort mit dem Andreas, der macht das ja auch ganz oft. Und das Konzept hinterm Urlaubschecker ferngesteuert ist ja, wir gehen live auf Facebook, man kann live mitkommentieren und man kann unsere Urlaubschecker fernsteuern, kann denen sagen, film mal die Bar, hey, was stehen da für Getränkepreise noch auf der Speisekarte, und das wird dann alles beantwortet. Also wer jetzt schon Fragen hat, direkt gerne kommentieren, das geben wir der Astrid dann direkt an die Hand oder morgen einschalten, 14.15 Uhr und den Urlaubschecker fernsteuern. Genau. Sehr gute Idee, ist immer sehr unterhaltsam und man erfährt ganz, ganz viel, was man natürlich jetzt in dem Film, den wir Ihnen jetzt zeigen, nicht alles präsentieren kann, weil der geht ja lange, der Urlaubschecker, ne? Der ist ja mindestens 15, 20, ja, 30 Minuten. Wir zeigen Ihnen jetzt einige Minuten mal die Nilkreuzfahrt und auch das Hotel, aber selbst da bekommen Sie schon mal einen sehr, sehr guten Eindruck. Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben. Sie ist voll faszinierender Orte, die darauf warten, ihre Geschichten zu erzählen. Diese werden in unserem Angebot gekonnt mit Erholung und Genuss kombiniert. Ägypten erwartet Sie. Die erste Woche Ihrer Reise verbringen Sie auf einem unserer Deluxe-Schiffe. Für Ihre Schlummernächte ist eine Doppelaußenkabine für Sie reserviert. Tagsüber machen Sie es sich auf dem Oberdeck bequem und bestaunen die einmalige Kulisse der Nilufer. Sonnenverwöhnt und relaxed sind Sie ganz weit weg vom Alltag. Unser Upgrade auf All-Inclusive Light verspricht außerdem köstliche Gaumenfreuden vom Buffet oder als Menü sowie Gebäck, Kaffee und Tee am Nachmittag. Getränke schlürfen Sie von 18 bis 23 Uhr gratis.
Ihre Schifffahrt führt entlang berühmter Tempel und Gräber von Pharaonen mit klingenden Namen wie Ramses, Tutanchamun und Echnaton. Unser Tipp? Buchen Sie vor Ort ein Ausflugspaket und erfahren Sie alle Hintergründe und Geschichten auf spannenden Landgängen, die von geschulten, deutsch sprechenden Reiseleitern begleitet werden. In Assuan angekommen, können Sie sich mit einer Fahrt auf einer traditionellen Felucke ein ganz besonderes Erlebnis gönnen. Nach dem aufregenden ersten Teil Ihres Urlaubs geht es dann in Salashish entspannter zu, im 5-Sterne-Gravity-Hotel. Stylisch, modern, luxuriös. Drei Attribute, die sich in jeder Ecke des Resorts wiederfinden. Egal ob in der Lobby oder der gepflegten Gartenanlage. Schnellbucher wählen zwischen einer knapp 50 Quadratmeter großen Suite mit gemütlichem Wohnraum oder einem eleganten Doppelzimmer Superior. Als Teil Ihres umfangreichen Premium-Passes lassen Sie sich eine orientalische Süßigkeit schmecken. Dann genießen Sie den sagenhaften Blick von Ihrem Balkon. Ein Upgrade, wie für Sie gemacht, oder? Näher sind Sie dem Roten Meer nur noch am 12 Kilometer langen Sandstrand mit Badesteg und Hausriff. Doch die Konkurrenz im Rennen um Ihren persönlichen Lieblingsplatz ist groß. Da wären noch dieser traumhafte Infinity Pool sowie 6 zusätzliche Badespots. Sie haben also die Qual der Wahl. Die Entscheidung für einen Abstecher in den Spa-Bereich erleichtern wir Ihnen. Denn hier lösen Sie Ihren Gutschein für eine 15-minütige Schnuppermassage ein und erhalten 15% Ermäßigung auf alle Wellness-Anwendungen. 2 weitere Extras Ihres Premium-Passes. An den Bars trinken Sie kostenlos bis Mitternacht, während Ihre Minibar im Zimmer 2-mal gratis aufgefüllt wird. Für einen vollen und wohlgestimmten Magen sorgt Ihre All-Inclusive-Verpflegung. 3-mal täglich entdecken Sie im Buffet-Restaurant Leckereien mit exotischen Aromen in Hülle und Fülle. Mit dem Premium-Pass laden wir Sie außerdem an 2 Abenden zum à la carte Dinner ein. 4 Spezialitätenrestaurants stehen Ihnen hier zur Auswahl. Erleben Sie die perfekte Kombination aus Genuss, Luxus und Erholung im 5-Sterne-Gravity Salashish und davor eine Abenteuerfahrt auf der Lebensader Ägyptens. Und hier nochmal die wichtigsten Leistungen für Sie in der Übersicht. Ein Deluxe-Schiff ist immer eine gute Wahl und erst recht, wenn man All-Inclusive-Light mit dazu bekommt im Wert von 280 Euro. 231037 ist die Bestellnummer, 1 Jahr Reisezeitraum ab sofort bis Ende April nächsten Jahres. Und ich hätte auch nur das Hotel für Sie, beziehungsweise das ist jetzt das Gravity Hotel Hurghada. Das ist überhaupt nicht das gleiche Hotel. Ah, okay. Also nur, dass es da nicht zu Verwechslungen kommt. Wir hatten vorhin das Gravity Salashish mit in dieser Kombination. Das haben wir nicht als Einzelhotel gerade buchbar, aber Gravity hat auch noch ein Hotel direkt in Hurghada. Und auch da würden Sie eine Suite mit Meerblick bekommen und auch da ein Doppelzimmer Superior mit Meerblick. Und auch ein Premium-Pass. 231022 ist hier die Bestellnummer. So, Gravity Salashish, was wir in der Nilkombi präsentiert haben, merken, denn morgen 14.15 Uhr live aus diesem Hotel der Urlaubschecker. Wer Lust darauf hat, hier bei Sonnenklar TV, 15 Minuten circa, aber noch länger auf Facebook.
Genau. Und noch länger ist auch die nächste Urlaubsreise, nämlich 2 Wochen lang. Kuba, tolle Kombination, wie ich finde, denn man hat einerseits die Rundreise, die mit den wichtigsten Stationen, zum Beispiel Havanna, Trinidad ist mit dabei, aber auch die Natur und die Landschaft Kubas. Und dann noch mal 10 Nächte in einem Melia-Hotel in Varadero. Ultra all-inclusive, Getränke rund um die Uhr, Snacks rund um die Uhr, leckeres Essen, direkt am Strand gelegen. Und bei dem Hotel gibt es einiges zu sagen. Redebedarf. Sagen wir es mal so. Ja. Redebedarf. Redebedarf. Genau. Bevor wir zum Redebedarf kommen, noch ganz kurz zu Kuba an sich. Man hat ja vorher auch eine kleine Rundreise dabei. Und es gibt auch einige Zuschauer und Urlauber bei uns, die das schon gemacht haben. Zum Beispiel die Iris, die war bereits auf Kuba und schreibt, Kuba ist so viel mehr als nur die wunderschönen Strände. Hatten es mit einer Woche Rundreise vorweg bei euch gebucht und wir haben so viel Schönes gesehen. Das grüne Kuba und auch Havanna. Es war einfach schön und super organisiert. Claudia meint, Kuba ist eine Reise wert, wunderschön und unvergessen. Angelo, der war im Rock Barlovento, der Angela. Bezieht sich als Angela, sorry, ich habe das Kro hinten, ja okay. Super Hotel, hatte vornweg die Rundreise, grünes Kuba, die Reiseleitung war klasse und die ganze Reise erlebnisreich, interessant und einfach zauberhaft. So, wir haben schon angekündigt, bei dem Hotel, da gibt es einiges zu sagen. Es hat nämlich eine Weiterempfehlungsrate auf Holiday Check von nur 76%. So. Eigentlich ist bei uns die Regel, es kommen sowohl on-air als auch auf Social Media nur Hotels mit einer Weiterempfehlungsrate von mindestens 80%. Wir haben ja einen gewissen Qualitätsanspruch. Mhm. Warum haben wir es trotzdem auf dem Sender? So, es kamen bis circa 2019, 2020, bis die Pandemie losging, ja, relativ viele, ich habe es jetzt mal schön mit rot hinterlegt, negative Bewertungen rein. Da war einfach einiges nicht mehr so up-to-date, auf den neuesten Standard. Auch im Service gab es einiges zu tun. Das hat man sich dann zu Herzen genommen und hat einige Renovierungsarbeiten durchgeführt. Man hat zum Beispiel die ganzen Räume überholt, also die Hotelzimmer. Man hat die Vorhänge ausgetauscht, man hat mal neues Bettzeug verpasst. Man hat die Polsterungen ausgebessert, man hat die Rezeption komplett neu möbliert, man hat das Dach ausgebessert, den Pool geweißelt und man hat auch das Personal sich noch mal zur Brust genommen und komplett geschult, sodass alle Mängel eigentlich beseitigt waren. Was kam dann? Corona. Die Weiterempfehlungsrate konnte sich lange Zeit nicht verbessern, obwohl das Hotel wesentlich besser dastand eigentlich. Aber jetzt, seit 2021, seitdem die Urlauber langsam wieder auf Kuba ankommen, geht es nach oben mit der Weiterempfehlungsrate und wir sind durchweg im grünen Bereich. Da schreibt zum Beispiel der Karl-Heinz, der im Dezember 2020, also als man dann gerade wieder Kuba bereisen durfte, wenn Varadero, dann nur hier und er gibt 6 von 6 Sonnen. Sehr freundliches Personal, super gepflegte Anlage, großzügige Liegeplätze am Pool, große Restaurantauswahl, italienisch, mexikanisch, asiatisch, Hotel auch für Familien sehr gut geeignet, jedoch auch ein Adults-Only-Bereich und die Level-Mitarbeiter sind sehr zuvorkommend. Das Hotel ist rundum empfehlenswert. Noch so eine positive Bewertung, jetzt ganz frisch im März 2022 reingekommen von Jens und Isa. Schreiben, gutes Hotel, der Service war sehr gut. Vor allem die Jungs, die abends an der Bar standen mit Barkeeper Cristobal, haben mich mit der Qualität der Cocktails und der Aufnahmefähigkeit sehr beeindruckt. Die Animation, geleitet von José, war sehr vielfältig und jeden Abend ein Muss dabei zu sein. Isabel, die täglich unser Zimmer mit Liebe sauber gemacht hat, ist eine super freundliche Frau, die wirklich einen super Job gemacht hat. Ein Minuspunkt, und da sind wir natürlich so ehrlich und zeigen den auch, gibt es für die Cafeteria, wo mir die Qualität vom Service nicht so, wo wir nicht so zufrieden waren. Da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben, aber man merkt es, hier wird die Kritik ernst genommen, da wird nachgebessert, die Mitarbeiter werden geschult, das Hotel wird überholt, da kann man sich sicher sein. Vielen Dank. Sehr gerne. Das ist ganz, ganz wichtig, das auch mal so zu erzählen, ja? Und auch zu sagen, warum es A schlecht war, warum es jetzt besser ist. Das weiß natürlich immer nicht jeder, der das liest. Diese ganzen Hintergrundinformationen haben die wenigsten. Von daher gut, dass Sie jetzt gerade Sonnenklar-TV gucken und gut, dass wir die folgenden Bilder auch noch für Sie haben. Viva la vida! Nirgends kann man Lebensfreude so schön zelebrieren wie auf Kuba. Heiße Rhythmen, Havanna rum und malerische Landschaften. Sind Sie bereit für eine einzigartige Reise mit perfektem Ausklang im Paradies? Dann kommen Sie mit auf die größte der Karibikinseln. Und das Beste? Im Badehotel erwartet Sie ein tolles Zimmer-Upgrade. Zuerst aber lernen Sie bei einer Rundreise Kubas Highlights kennen.
Nach der Landung in Varadero und einer ersten Nacht in Havanna starten wir in der lebendigen Hauptstadt mit einer Rundfahrt. Dabei bestaunen Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie das Kapitol, stilecht in einem der berühmten Oldtimer. Die Stadt hat aber noch so viel mehr zu bieten. Was für ein Glück, dass Sie hier einen ganzen Tag verbringen werden. Weiter geht es nach Cienfuegos, der sogenannten Perle des Südens. Die Küstenstadt ist ein echtes Juwel und gehört mit dem historischen Zentrum seit 2005 zum Weltkulturerbe der UNESCO. Genauso malerisch ist Trinidad. Bewundern Sie die prächtigen Bauten rund um die Plaza Mayor, deren Flair noch heute an die Kolonialzeit erinnert. Lassen Sie sich einfach treiben, denn hier wird Zeit zur Nebensache. Als letztes folgt ein Stopp in der Natur, wo mitten im tropischen Urwald kühlende Wasserfälle in die Tiefe stürzen. Freuen Sie sich auf ein erfrischendes Bad in den Naturbecken. Nach 3 Tagen Erkundungstour steht Badeurlaub im Meliá Varadero auf dem Programm. Das 5-Sterne-Hotel ist ein kleines Paradies mit wunderschönen Gärten, einer über 1000 Quadratmeter großen Poollandschaft und direktem Strandzugang. Das Meer stets im Blick haben Sie dank unseres Upgrades auf ein 50 Quadratmeter großes Doppelzimmer Premium mit eigener Terrasse und Sonnenliegen. Neben Ultra All-Inclusive im Buffet-Restaurant sind außerdem 4 à la carte Reservierungen und ein Hummer-Dinner dabei. Baden am Traumstrand und eine Rundreise durchs Hinterland. Viva la vida auf Kuba! Viva la vida, ja, das Bild dort wirklich. Also diese Lebensfreude auch der Kubaner ist so ansteckend und da wird der Urlaub gleich nochmal viel schöner. Das Doppelzimmer Premium mit Meerblick hat eine Größe von 50 Quadratmeter mit einer riesen Terrasse, mit Liegen auf der Terrasse, wo Sie dann eben das karibische Meer im Blick haben. Tolles Angebot. 231-055 ist die Bestellnummer. Juni bis nächstes Jahr April der Reisezeitraum. Es gibt ja durchaus einige Menschen in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, die noch nie auf Mallorca waren in ihrem Leben. Und eine davon steht neben mir. Ich weiß nicht, wen du meinst. Ist blond und präsentiert immer Social Klar TV. Mensch, Sarah, du musst nach Mallorca. Das ist einfach eine unglaubliche Insel. Sie ist so nah, sie ist so schnell zu erreichen, so viele Flugmöglichkeiten, bietet so viel Abwechslung, tolle Hotels, super schöne Strände, ein faszinierendes Hinterland, Palma, die Hauptstadt der Balearen. Ja. Du musst nach Mallorca reisen und gerne auch in dieses Hotel, weil die Gäste sind begeistert, oder? Gut. Das Marfil Playa übrigens, um den Namen mal zu nennen, in Sacoma an der Ostküste von Mallorca gelegen. Vertiefen wir nicht, warum ich noch nicht auf Mallorca war, gehen wir einfach direkt auf die Holiday-Check-Rate ein, die hervorragend ist. Wir haben eine 94-prozentige Weiterempfehlungsrate bei fast 1000 Bewertungen. Ich habe natürlich auch wieder eine Bewertung mitgebracht, da schreibt die Annette: spontan raus aus dem Alltag, super Hotel mit toller Lage und sehr freundlichem Personal. Top-Angebot zu den Mahlzeiten. Uneingeschränkt zu empfehlendes Hotel auf Mallorca.
Und dann geht sie auch noch ein bisschen in der Sektion darunter, ein bisschen genauer auf die Lage und Umgebung, auf die Zimmer ein. Da schreibt sie zum Beispiel zum Strand, ca. 300 Meter entfernt nach Cala Mayor, ca. 2 Kilometer, toller Weg durch ein Wäldchen an der Burg Punta de la Mer vorbei. Möglichkeit mit der Mini-Trenet zwischen SLJ, habe ich das jetzt richtig gesagt, Marc? Ja, super. Über Sarcoma nach Cala Mayor zu pendeln, 5 Euro hin und zurück. Ruhige Gegend, Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe des Hotels, großer Supermarkt, ca. 500 Meter entfernt, Pferderanch in der Nähe, diverse Fahrradverleihe und Autovermietung um die Ecke. Ich liebe ja solche Bewertungen, weil man da eigentlich fast schon einen kleinen Reiseführer an der Hand hat. Und zum Zimmer schreibt sie noch, wir hatten ein sehr schönes Zimmer im 6. Stock mit bezauberndem Blick auf den Pool und das Meer. Das haben wir ja hier auch dabei. Im Zimmer hat es uns an nichts gefehlt, Beschreibung passte zu 100%. Ist ein Upgrade. Unser Mehrblick hat einen Wert von 299 Euro. Und ja, du hast es schon vorgelesen, auch von der Lage her, nicht weit vom Strand entfernt. Oberhalb ist dann eben 2 Kilometer entfernt Cala Mayor, ein größerer Ort nochmal. Unterhalb, ungefähr die gleiche Strecke, so ein paar Kilometer von Sarcoma, liegt übrigens der Ort Porto Cristo. Und in Porto Cristo gibt es ein ganz tolles Höhlensystem, was man besuchen kann. Also ein unglaubliches Erlebnis, wirklich in die Höhlen mal abzutauchen. Da fahren dann Boote drüber, über den unterirdischen See in diesen Höhlen. Also ganz, ganz faszinierend. Und einen Tipp habe ich noch für Sie, weil da stand zum Beispiel, ein Autoverleiher ist direkt um die Ecke. Dieses Jahr, wenn Sie vorhaben, ein Auto auf Mallorca für Ihren Traumurlaub hier im Marfil Playa zu buchen, dann müssen Sie das jetzt bei der Buchung machen. Denn man hat kaum mehr Mietwagen auf Mallorca. Und das hat man jetzt schon in den Osterferien gesehen. Es war einfach kein Auto mehr verfügbar. Also wer kurzfristig eins haben wollte, hat einfach keins bekommen. Und wenn zu astronomischen Preisen. Machen Sie es vorher. Und buchen Sie es direkt mit Ihrem Hotel dazu. Zum Beispiel Drive FDI, unsere Kolleginnen und Kollegen im Service Center, beraten Sie da sehr gerne. Wollen wir uns das Hotel mal anschauen? Da bin ich dabei. Sehen. Hören. Bei unserem Mehrblick All-Inclusive-Angebot auf Mallorca machen auch Ihre Sinne Urlaub. Diese hochverdiente Erlösung vom Alltagsstress finden Sie in Sarcoma an der Nordostküste im 4-Sterne Marfil Playa. Schon kurz nach Ihrer Ankunft erfrischen wir müde Sehnerven mit Hilfe unseres Zimmer-Upgrades, diesem Blick aufs Meer. Neue Energie spenden die Mußestunden unter mallorquinischer Sonne am großen Hotelpool. Geplagte Geschmacksnerven bringt dann die All-Inclusive-Verpflegung wieder auf Vordermann. Snacks, Kaffee und Kuchen, eine breite Auswahl am Buffet sowie prickelnde Getränke bis Mitternacht. Und wenn Sie die Melodie des Meeres bis hierher vermisst haben, nur 300 Meter entfernt ist der Strand von Sarcoma, der zum Baden und Flanieren einlädt. Und spätestens hier sind dann alle Ihre Sinne im wohlverdienten Urlaub angekommen. Und hier nochmal die wichtigsten Leistungen für Sie in der Übersicht. Vor allen Dingen das Doppelzimmer mit Mehrblick, was einen Wert von knapp 300 Euro hat. 230810 ist die Bestellnummer, aber nur noch einen Tag buchbar. Das Marfil Playa in Sarcoma mit All Inclusive. So, vielen Dank für die letzten 30 Minuten. Das macht immer viel Spaß. Vor allen Dingen mit den Infos aus den sozialen Netzwerken, aber auch hinter den Kulissen, was du gerade auch über Kuba dann nochmal verraten hast. Und bald ist Muttertag. Ja, am kommenden Sonntag ist Muttertag. Da haben wir uns natürlich auch was einfallen lassen. Wir haben natürlich ein paar schöne Produkte, aber wir haben auch ein kleines Gewinnspiel. Gerne mal auf Facebook vorbeischauen, mit dem richtigen Inhalt kommentieren. Also einfach mal schreiben, warum es die eigene Mama verdient hätte, dann einen kleinen Reisegutschein von uns zu gewinnen. Und ja, dann hüpft man schon in den Lostopf. Danke, Sarah. Und mit einer tollen Kollegin geht's weiter. Sandra Hengeler führt Sie durch den Abend bis 22 Uhr live hier bei Sonnenklar TV. Viel Spaß und bis morgen.